seid hier bei Du und dein Einziger! Yes, Sir! Drittes Match des Abends. Wir haben zwei Killer hier aufgestellt, auf meiner einen Seite. Wir haben ihn das einmal erst bei Dilti gesehen, aber da hat er richtig krass abgeliefert. Also gebt ihm den Respekt, den er verdient hat. Macht Lärm für Capco Joe! Und auf der anderen Seite haben wir einen Mann, der bei uns eine ungeschlagene Statistik hat. 3-0 steht er bei uns. Mal gucken, ob er heute aus die 4-0 machen kann. Macht mal Lärm für Schlawino! Okay, das Battle beginnt bei Capco Jones. Erste Runde, kick it, Digga. Ey! Du bereust das Battle gegen den Newcomer sehr. Heute wird deine Zukunft zerstört. Cooles Footlocker-Shirt. Ey, und ich starte meinen Run, also empfehle mir mal ein paar Laufschuhe. Erstes Battle gegen Christosaurus Rex, jetzt Schlawino. Ich fühle mich, als laufe ich mit der Pumpgun durch die Clown-Schule. Seid ihr da oder was? Yeah! Normalerweise trifft man Schlawino auf dem Volksfest mit Bratwurstatem zu Marschmusik freestylen. Mit dem Vibe von keiner kann wie er in Paragraphen verliebt sein. Schlawino mit dem Swagger von der Jungen Union. So konservativ, er schafft es ausschließlich auf Schwarz-Weiß-Pornos einen runterzuholen. Hey, und zu deinen Allmann-Jungs noch eine Line, die sind richtig krass. Hast du deinen Schützenverein gleich mitgebracht? Ey, Schlawino, der konservativste Battle-Rapper der Welt, selbst im Musikgeschmack. So klingt das auch, wenn du mal selbst Text auf den Beat verpackst. Mein Lieblingssong von ihm ist mehr als nur ein Feature, auf dem mein Homie und der Parts über Weltprobleme liefern. Sein Homie rappt über Tierleid für Fast Fashion und Kinderarbeit. Dieser Song wird für euch die schmerzhafte Erinnerung, wenn ihr in guter Stimmung seid. In der Hook: zwei Rapper, ein Thema, viele Perspektiven. Und welche Perspektive auf das Thema wird wohl dieser Knecht uns bieten? Klimakrise, Wohnungsnot, Armut oder Drogenmissbrauch? Nein, Schlawinos Thema ist, was ihn nervt an seinem Wocheneinkauf. Ja. Digga, was ist da passiert? Hast du dein Textblatt mit der Einkaufsliste vertauscht? Junge, Einkaufsliste vertauscht. Ey, dein Homie inhaltlich so? Die Welt ist unfair, ja. Menschen suffern in einem Schurkenstaat mit ganz realer Zukunftsangst und Kinder schuften hart bis zum Versagen ihrer Muskelkraft. Du inhaltlich so? Ich brauch noch Wurstsalat, ein Gurkenglas und Pudika. Ich greife meinen Jutesack und gehe los zum Supermarkt. Ach, fuck, die haben Ruhetag. Was da los? Einfach einen Beschwerdetext rappen. Entschuldigen Sie, ich möchte auf der Stelle Ihren Manager battlen. Rappt er allen Ernstes als ein Menschheitsproblem über sein langes Warten an der Kasse? Nein, keiner kann verstehen, wie hart du es immer hattest. Denn wenn andere eine schwere Zeit hinter Gittern haben, dann weil ein Einbruch mal nicht lief. Hast du eine schwere Zeit hinter Gittern? Dann weil du einen Einkaufswagen schiebst. Ey, aber in deinem Part hast du noch einen Tipp für alle rausgegeben. Daumenregel, kaufen nie das Zeug auf Augenhöhe. Und man sieht, ich befolge deine Daumenregel auch schon gut. Denn offensichtlich habe ich mir auch einen Gegner unter meiner Augenhöhe ausgesucht. Also liefer mal besser, du Birkwachen-Rapper. Time! Yeah! Mach doch mal Lärm für die erste Runde von Capco Jones! Yeah! Das ist erste Runde Schlawino, kick it. Panke, habt ihr Bock? Die Panke. Das alles begann für mich 2019 an diesem Ort hier. Props gehen raus an meine letzten drei Gegner. Irgendwie war's schon mies. Tut mir leid, dass man von Cartoon und Francis seit ihrer Zerstörung keine Battles mehr, sondern nur auf Insta immer Songs sieht. Und seitdem Flashus Christus gegen mich im A Cappella stand, battelt er viel, viel lieber Onbeat. Jedes Mal eine Szenerie wie im Splatter. Ich hinterlasse hier Schäden, Leichen zieren den Keller. Ich betrete zum zweiten Mal die Location und schon fliehen die Rapper. Capco, wärst du heute mal lieber zu Hause geblieben wie Ezra? Denn es ist Schlawino, a.k.a. Sierra Kid mit weniger Klicks. Doch auch wir beide sind uns nicht einmal so unähnlich. Denn wir beide haben richtig süße Stupsnäschen. Das war's aber auch. Wir sind nicht der gleiche Schlag von Battle Rapper. Denn es ist Capco Jones, a.k.a. Steffen Hensler als verdreckter Penner. Die Wahrheit ist, der Chief musste mich dazu überreden, dich als Gegner zu akzeptieren. Und ich habe es zähneknirschend ertragen. Ich habe nämlich deutlich gesagt, dass nur diejenigen in Frage kommen, die schon ein paar Battles hinter sich haben. Circa 9 andere MCs hatten entweder keine Zeit oder Schiss, dass ich am heutigen Abend besser bin als erwartet. Ich nenne hier keine Namen, aber deshalb hieß es entweder kein Battle oder ein Battle, in dem ich den billigsten schlage. Du bist heute also nur eine Notlösung für mich, so wie Pissen im Garten. Du hast deinen ersten und einzigen Gegner, Christosaurus Rex, platt gemacht, mit witzigen Sachen. Aber der hat so wenig gebracht, den hätte man auch besiegen können, ohne nichts mehr zu sagen. Ich hingegen hatte 3 Gegner, von denen jeder eine stabile Leistung gebracht hat. Die beste Line deines einen Gegners war: ich betank dein After auf 20 Viagra. Real Talk. Das heißt,
Das hier ist eigentlich dein allererstes Battle im Game. Und dieses gegen mich zu bestreiten, ist erfahrungsgemäß eine schlechte Idee. Das wird leider nicht mal knapp. Du allein machst mich nicht satt, aber machst mir Appetit auf die nächste Hauptspeise wie ein Beilagensalat. Im Fixing-Chat fragte er, hast du denn Tabus? Und ich dachte mir nur so, seit wann duzen wir uns? Für dich immer noch Herr Schlawinor. Wir dürfen jeweils unsere Nachnamen und Arbeitgeber nicht erwähnen. Und ich dachte mir erstmal, das ist voll kacke. Aber man sieht doch sowieso, dass er mit Nachnamen entweder Ivanov oder Rodriguez heißt und noch niemals einen Job hatte. Aber klar ist er selbstbewusst im Kreis. Denn er bringt schon seit Jahren immer wieder vor verschiedensten Crowds ein paar Texte. Am besten kann er den hier. Liebe Fahrgäste, es ist mir sehr unangenehm, dass ich Sie anspreche, aber ich lebe seit 5 Jahren auf der Straße und habe seit ein paar Nächten und so weiter. Shoutouts an die U7. Du hast zwei scheiß Runden über Christosaurus Namen geschrieben, weil er laut deiner Aussage so dankbar war. Was machst du heute? Füllst du 3 Runden damit? Psst, hey, ich hab da einen Tipp. Sag, wie peinlich mein Name doch ist und dass er wie eine alte E-Mail-Adresse aus den 2000ern klingt. Ich glaube, das gab es noch nicht. Du hast bei Dilteli zum ersten Mal gefickt und dachtest dir, geil, Mann. Kommst direkt wieder in den Kreis, weil es so nice war. Doch nachdem du deinen Höhepunkt schon längst erreicht hast, bin ich heute für dich der unangenehme Moment kurz nach dem Kommen. Denn ich zeig dir, wie eklig das Ganze sein kann. Time. So. Geile erste Runde. Kommen wir zur zweiten Runde. Capco Jones. Ey, kommt der mir mit? Nachrichten im Fixing-Chat und seiner Battle-Erfahrung weiß ich eher nicht. Du schreibst mir gestern Morgen, ey, ich überziehe jetzt übrigens jede Runde. Digga, bevor du mit Erfahrung kommst, krieg erstmal dein Zeitlimit in den Griff. Yeah. Für Schlawinor gibt es nur 2 Geschlechteridentitäten. Aber das, was du siehst, ist für mich gar nicht der Punkt. Es geht eher darum, dass ich dich für ein konservatives, rückwärtsgewandtes Arschloch habe. Alter, haben wir schon seit Runde 1 hinter uns. Es geht darum, wieso du sagst und wie du es verpackst. Denn du bringst das ohne Bezug oder Kontext als Setup in mehreren Parts. Das hatte nichts mit deinen Gegnern zu tun. Dir war einfach so eben wichtig, als Statement zu droppen, alte Geschlechterrollen sind richtig. Ah, deshalb bist du beim Thema Supermarkt so ausgerastet. Du sollst einkaufen? Aber das ist doch Frauensache. Was noch? Dein Gegner Cartoon verarschst du damit, dass er mit 13 als Kind bei Facebook auf eine Viagra-Kredit-Werbeseite klickt und den Like-Button drückt. Und deine Lines waren der Shit. Du hast den einfach zerfickt. Mann, das wäre ja richtig scheiße, wenn es da bei dir was Vergleichbares gibt. Klopf, klopf, wer ist da? Gamesofdesire.com, eine Flash-Game-Seite voll Porn. Und da gibt es ein Game, Sex Babe Prototype, das ist kaum zu fassen, da kann man mit virtuellen Händen eine wehrlose, nackte Frau begrapschen. Und da schrieb 2013 ein Schlawinor einen Kommentar dazu und der schreibt sich ja auch mit 0 und SCH wie du. First, haha, Haters, du peinlicher Schmutz und verneinest aber eine Namensschreibweise, die im Internet Real Talk außer dir kein einziger nutzt. Kein einziger nutzt. Ja, die perfekte Frau in deiner Welt. Ah, nee, warte, sorry. Kein einziger nutzt. Aber wo wir gerade nur so zu zweit hier so unter uns im Kreis stehen, 2013 warst du nicht 13. Nee, du warst da Anfang 20. Du warst da kaum jünger als ich jetzt. Und du brüstest dich damit, dass du als Erster auf dieses Begrabschergame wichstest. Ja, die perfekte Frau in deiner Welt hält das Maul und lässt sich von einem Vieh wie dir begrapschen. Der volksbeste Vibe, den du ausstrahlst, hat plötzlich eine ganz neue Ebene erhalten. Aber jetzt sagst du vielleicht nein oder das ist schon 10 Jahre her, so bin ich nicht mehr. Meinetwegen, dann schauen wir doch mal, was bei dir jetzt so abgeht. Sorry. In deinem letzten Battle sagst du, Battles sind für mich wie Sex. Je mehr du dich wehrst, desto geiler finde ich's. Spaß ist nur beim Sex so. Was? Habt ihr gedacht, das sieht so aus und bringt den Parts keine Rape-Jokes? Digga, es zeichnet sich ein klägliches Bild von einem Mann, der voll Hass auf die Welt zerfressen, immer auf Schwächere tritt, Menschen mit anderen Geschlechteridentitäten ihre Rechte abspricht und der stets unter Ablehnung wegen selbstempfundener Hässlichkeit litt, dabei letztlich vergisst, dass die Ablehnung vielleicht daher kommt, dass dein Weltbild ein gestriges ist. Und wenn du gleich nach dem Battle geknickt zu Hause unter deiner fleckigen Bettdecke liegst, wird mal wieder, um es allen zu zeigen, ein neuer Rape-Joke ins Handy tippt und danach schnaufend auf schlecht modellierte Polygon-Titten im nächstbesten Flash-Game gewichst. Und klar, der Handschlag nach dem Battle gehört dazu, auch wenn ich dich ganz klar widerlich finde. Aber wenn ich an deine Freizeitbeschäftigung denke, mache ich den Handshake lieber mit links. Time. Sehr schön. Zweite Runde. Let's go. Jakob used gern unnecessary Anglicisms. Echt sick. Als er bei Dilteli war, fielen Aussagen wie It's everywhere, manageable und as if. Passend dazu hat er einen YouTube-Channel namens Duck Here Boys zusammen mit seinem komplett unmusikalischen Kumpel Dionysos. Und ich schwöre, wenn ihr Duck Here Boys auf YouTube ins Suchfeld eingebt,
werdet ihr gefragt, ob ihr Duschbags meintet. Sehr gefallen hat mir dort dein Solo-Track Capco Meier Landrut. Zitat: Ich treibe an, du behältst mich, ich bin strandgut. Hab für immer Zeit, ich verkleb das Loch der Sanduhr. Also ich bin kein Physiker, ne? Aber wenn das, was du sagst, ehrlich so stimmt, habe ich für dein nächstes Battle einen Tipp. Entfern von der analogen Armbanduhr das Glas und nimm sie dann mit. Falls du dann mal nervös bist oder ein Engel nicht sitzt, halt einfach den Sekundenzeiger fest. Ich schwöre, dann ist dein Gegner gefickt. Aber mein Lieblingssong war Heißer Asphalt. Draußen brennt Hitze, doch hier brennen wir wie zwei Vulkane, die grad erodieren. Meintest du vielleicht eruptieren? Wobei, das macht hier echt keinen Sinn. Erosion ist nämlich die Abtragung von Gestein durch Wind. Und wie wir alle wissen, ist das Gefährlichste an einem Vulkan, dass der immer kleiner wird. Aber eigentlich, oder wie er sagen würde, actually, war das Highlight die Hook. Die Hook. Ich kleb an dir wie an heißem Asphalt. Trotzdem sind wir laut, bis uns die Nachbarn abknallen. Und jetzt alle! Spaß! Aber wo soll ich anfangen? Du machst also einen Liebessong, in dem du an Asphalt klebst? Das verwirrte mich ehrlich. Denn das macht dich quasi zum Gegenteil eines Klimaaktivisten, weil du das machst, damit es Verkehr gibt. Und habe ich dich richtig verstanden? Wenn du zu Hause zu laut bist und die Nachbarn genervt sind, gehst du davon aus, dass sie dich abknallen? Digga, ich will gar nicht wissen, in was für einem Ghetto der Capco so lebt. Nur damit ihr am Ende versteht, was der euch erzählt. Wenn man im 10. Stock eines Plattenbaus etwas zu laut ist und der Nachbar sich denkt, dass es so nicht geht, klopft es und der Bastard lächelt beschämt, könntet ihr etwas den Lärm runterdrehen. Bei ihm hingegen gelten strengere Regeln. Fragt man in seiner Hut nicht nach dem Weg, wird man direkt mit dem Messer erlegt. Und wenn man zu Hause kurz zu laut ist, wird direkt die Tür eingetreten, der Nachbar hält das MG und das Letzte, was man sieht, ist, sprich jetzt dein letztes Gebet. Was mir aber vor allem aufgefallen ist, du und dein Kumpel habt 4 Weihnachtsspecials in Folge gemacht. Das sind echt viele Weihnachtssongs. Ich würde sagen, das sind zu viele Weihnachtssongs. Der scheint diese Feiertage ja echt mies zu feiern. Schon Ende Juli nervt er seine Freunde mit nur noch 150 Mal schlafen, dann ist es endlich soweit. Und seine Freunde so, macht ihr dann wieder ein Weihnachtsspecial, denn die waren immer mega fresh. Und er so, ich komme gerade aus dem Studio, also make your guess. So, in einem dieser Specials rappt er, mit Schweineblut schreibe ich in dein Zimmer Happy Christmas. Ja, richtig gehört. Happy Christmas. Falls euch das nichts sagt, seid euch sicher, mir ging es echt nicht anders. Apropos, gerade sind ja Ostern. Also an euch alle noch ein herzliches Merry Easter. So, Runde 2 ist langsam vorbei. Red doch ruhig über meine Tracks, denn solange du so eine Scheiße produzierst, solltest du ganz leise sein. Und falls ihr noch etwas Zeit braucht vor Capcos Punchlines im Kreis, in denen er behauptet, dass sein Gegner auch diesmal langweilig sei, hoffe ich, ihr habt alle eure Sanduhren dabei. Das heißt unendlich Time! Yeah! Ja, das könnt ihr besser. Macht doch mal F für die Runde von Schlawino! Yeah! Beide haben noch eine Runde. Capco, let's go! Yo! Wer deine Karriere verfolgt, der hat dein Muster erkannt. Du bist seit 5 Jahren im A Cappella-Game und durftest bisher nur gegen Newcomer ran. In all der Zeit gab es nicht ein Battle, was irgendwie bedeutsam wäre. Und das wäre ja auch nice, Aufbaugegner für Newcomer zu spielen, wenn es deine eigene Entscheidung wäre. Aber deine eigenen Entscheidungen verkündest du immer laut und auch bestimmt. Aber dass es mit denen nicht weit her ist, sieht man, sobald man die mal genau ins Auge nimmt. Das Ganze geht los 2019, du battlest erstes Mal bei Doodle. Du tönst im Battle, du hast bei Chief gefordert, man soll den Gegner ohne lächerlichen Namen buchen. Alles klar, Schlawino. Ich schwöre, der Chief hat damals bestimmt alles versucht. Und die Zeilen kickst du und dein Gegner heißt Cartoon. Was ist mit dir? Einfach damit, dass der Chief über deine Bedingungen lacht, angeben. Kleines Geheimnis. Man kann ein Battle auch ablehnen. Aber nee, war einfach nur Gerede. Und am Ende des Battles setzt der Schwätzer das fort. I'm a motherfucking star, I don't battle no more. Nein, 2 Jahre später, Battle gegen Francis. Davor in einem Track noch einmal erwähnt, dass deine Karriere endet. Keine Battles mehr im Netz, sondern legendäre Tracks. Ja, man sieht, das war wieder nur elendes Geschwätz. Dann Battle 3 gegen Flashes Christus in der Ansage, ganz Gangster. Eigentlich battle ich keine blutigen Anfänger. Ey, bei der Aussage wäre mir der Kragen fast geplatzt.
eigentlich hast du in 5 Jahren Karriere noch nichts anderes gemacht. Und schon wieder stehst du einem Rookie gegenüber. Und klar, verglichen mit deinen letzten Clowns bin ich ein anderes Kaliber. Aber das konntest du, als du das Fixing annahmst, noch nicht wissen. Du hast einfach mal wieder auf deine großspurigen Ansagen geschissen. Ach, was auf die Ansagen geschissen. Die Wahrheit ist, du hattest einfach keine Wahl. Hast du gerade selber eben gesagt, ey. Du hattest einfach keine Wahl. Entry League auf Lebenszeit, denn jeder weiß, für mehr fehlt bei dir das Potenzial. Aufbaugegner für immer. Da kann die Liga ihren Newcomer, da kann die Liga ihre Anfänger antesten. Du machst auf Gatekeeper, aber bewachst hier höchstens das Planschbecken. Ey. Der Bademeister im Bällebad, vor Scham würde ich versinken. Er erzählt allen, dass er bald ins große Becken darf, doch ist selbst fast am Ertrinken. Triff mich kurz lachend vorbei, kommt dich nebenbei Kopfschütteln unter Wasser drücken und dann fröhlich pfeifend weiterziehen und schon ganz bald bei Olympia und Gold mitschwimmen. Ey, wie fühlt sich das an, wenn der Chief anruft, aber wieder wird nur ein Aufbaugegner gesucht und du musst annehmen, weil du weißt, ansonsten wirst du einfach nicht mehr gebucht. Wie fühlt sich das an? Du wirst schon wieder von einem Rookie zerteilt hier im Kreis und du musst wieder erkennen, dass es für mehr einfach nicht reicht. Wie fühlt sich das an, wenn ich dir sage, dass alle Szenegrößen, mit denen ich über dich als Zweiten auf meiner Hitlist gesprochen habe, das ganze Mismatch genannt haben und zwar, weil du zu wack für mich bist, du Opfergabe. Also setz dich gleich nicht ins Interview und red wieder davon, du würdest nicht mehr gegen Anfänger battlen. Es reicht nicht für mehr, also akzeptier deine Rolle, hör wirklich auf oder halt deine Fresse. Time! Kopperli, mach nochmal Lärm für die letzte Runde von Cap Coach! Yeah. Sehr gut. So, let's go. Bereits 3 Wochen vor dem Battle hat der einen Freestyle gegen mich hochgeladen, in der Hoffnung, dass ich darauf reagieren werde. Darin vergleicht er mich mit dem dicken Michi aus Wilde Kerle. Also erstens war das kein Freestyle, zweitens bin ich fetter als der und drittens reimst du dort Wilde Kerle auf wilde Pferde. Ey, ich hab noch einen krassen Reim für dich. Wilde Herde. Spasti, Alter. Am Ende deines letzten Battles sagtest du: Meine Zukunft ist vom Proving Grounds zum Top- und sogar Überfliegertier. Meine Zukunft ist mein Name eines Tages als Contender im Spiel. Digga, du bist nicht Mikesh. Für die Aktion gibt's nur Gelächter anstatt Hochachtung, denn für das zukünftige Überfliegertier gibt's schon heute die erste Notlandung. 1999 beobachteten die gleichnamigen Forscher den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt. Dieser zeigt, dass man, wenn man in einem Gebiet inkompetent ist und nur die Grundzüge kennt, die eigene Kenntnis erheblich verschätzt, weil man nicht weiß, wie wenig man checkt. Man befindet sich auf einem hohen Berg der Selbstüberschätzung wie AfDler im Netz. Sobald man sich dann stundenlang und jahrelang mit der Materie beschäftigt, sinkt das Selbstbewusstsein ab, 100-fach, bis in ein dunkles Tal, in dem man versteht, dass man die ganze Zeit keinen Plan hatte und alles bisheriger nur Unsinn war. Mit vielen Jahren des Lernens und der Erfahrung steigt das Selbstbewusstsein dann langsam aber stetig an, bis man irgendwann an einen zweiten Berg kommt. Nur mit dem Unterschied, dass man es diesmal backen kann. Ihr fragt euch, warum Schlawino euch ewig etwas von Effekten erzählt. Capco hat ein Battle gemacht und sieht sich schon als Title Contender. Was meint ihr, auf welchem der beiden Berge er steht? Digga, du bist weder erfahren noch versiert in der Battle-Rap-Kunst, also zieh ich dich heute runter in das Tal der realistischen Selbsteinschätzung. Ich weiß, da oben auf dem Berg war's gemütlicher und die Luft und die Aussicht fresher, aber Grüße von da hinten und Kopf hoch. Ein kleines Stückchen bergauf wird's besser. Und jetzt gebt mir Chancen, um zu zeigen, ich bringe eure Besten um, gekommen, um zu bleiben. Sie nennen mich Capco Jones. Wer ist sie? Wer nennt dich Capco Jones außer dein Kumpel Dionysos? Ich will nicht sagen, dass du übel wack bist, aber Digga, du überschätzt dich. Du sagst, du bringst in der Szene die Besten um, Jokes on you, denn ich gehöre nicht mal entfernt dazu. Das waren 93 Sekunden Teaser, zu was ich erst in der Lage bin, wenn mein Gegner mich nicht langweilt. Miese Punchline. Na, hoffentlich hast du auch den Fall eingeplant, dass dein Gegner dich überfordert. Denn nur du denkst, dass du wirklich sick bist wie ein Hypo-Honda. Nice. Ihr habt mal wieder einen frechen Newcomer gefunden. Kein Problem, Schlawino ist am Start, um ihn zu humbeln. Ich habe nichts dagegen, ein paar weitere Trophäen über meinen Kamin zu sammeln. Aber irgendwann ist das Gewinnen von Kreisligaspielen nicht mehr spannend. Chief, du könntest für mich gern mal jemanden mit angemessenem Erfahrungs- und Skill-Level rankriegen. Ansonsten kann ich gern zu Dilted oder FOB gehen, wo ich schon mehrfach angefragt wurde. Mal sehen, was die mir so anbieten. Und dir kam es heute scheinbar sehr auf einen Sieg an. Du machst schon vor dem Battle einen Track und greifst mich an. Du hättest nicht deutlicher sagen können, dass du Schiss hast. Tut mir leid, dass es heute ein Dämpfer für dich war. Möglicherweise hat dein Jahr schon nicht gut angefangen und du bist frustriert, weil nichts klappt. Arbeit und Privatleben machen dich platt und du bist energietechnisch auf dem Level eines Sitzsacks. Du warst zu Hause mal wieder zu laut und dein Nachbar knallt dich ab. Aber ich kann dir etwas Hoffnung schenken. In nur 270 Tagen ist wieder Christmas. Time, du Mist! Berlin, war das ein geiles Battle oder was? Yes. Yeah. Alter, ich bin
bin froh, dass ich das nicht judgen muss, Alter. So viel Hitze, ich bin schon komplett durchnässt, Alter. Super, judge, was ist hier? Jo, also erstmal danke für dieses Battle, war sehr unterhaltsam. Entschuldigung! Deine dritte Runde war die beste! Ist laut genug, ja? Also deine dritte Runde hat mir von deinen drei Runden am besten gefallen. Von dir kannte ich vorher nichts. Von ihm nur das letzte eben. Deshalb hatte ich an ihn ein bisschen mehr, nicht Erwartungen, aber von ihm habe ich so ein bisschen was gewohnt. Du hast für mich schöner geschrieben. Du warst für mich deutlich unsympathischer mit deinem Auftreten. Also jetzt im Kreis, ne? Wie das dahinter aussieht, kann ich nicht beurteilen. Ich finde, an manchen Stellen war der Aufbau, den du gemacht hast, für manche Punches zu lang. Also die Punchline war nicht so doll, wie der Aufbau hätte hergegeben. Deine Defense hat mir oft bestätigt, ob das stimmt, was er sagt oder nicht, weil du auch zugestimmt hast, wenn er irgendwas getroffen hat, so dieses Flashgame-Ding und so, das ging irgendwie gefühlt ins Leere. Deshalb würde ich sagen, ihr habt beide gut abgeliefert, bei dir waren anfangs ein bisschen Unsicherheiten drin, aber ich würde es an alle drei Runden an der Stelle an ihn geben. Ja, trotzdem danke für dieses Battle, war sehr unterhalten. Hey. Hey. Ja, gar keine Ahnung, aber gut, machen wir es. Erstmal geiles Battle, danke, so an sich. Egal. Also er hat mir jetzt halt schon wirklich viel vorweggenommen. So. Ich fand in der ersten war es ein bisschen unsicher, in der zweiten leider noch mehr, aber thematisch gut umgesetzt, nur ob es halt wahr ist, weiß man nicht. Deswegen war es ein bisschen schwer greifbar für mich so. Bei dir fand ich deine Präsenz über alle drei Runden auf jeden Fall sehr gut, aber wie ihr schon sagt, manchmal ein bisschen. Man hat schon lange gewartet, ne? Und dann hat es halt die Punchline nicht ganz gebackt, aber du hast auch auf jeden Fall geile Highlights gehabt. Ich würde es auch. Nee, ich würde die dritte an dich geben, aber sonst 2-1 an ihn. Ja. So. Sir, mach nochmal Lärm! Ab wieder! Vielen Dank euch, danke für das Battle. Ich persönlich fand deine dritte Runde die stärkste Runde im ganzen Battle. Ich weiß nicht, ob das nur mir so ging, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, du hast dir richtig was vorgenommen für heute. Ich habe das Gefühl, ihr habt euch beide ab und an so ein bisschen an den Angles vergriffen. Ich hatte so das Gefühl, da werden ein paar Entscheidungen irgendwie so, gab einige Sachen, wo ich so dachte, wo ich nicht verstanden habe, worüber ihr eigentlich redet. Genau, ich fand deine Performance insgesamt ein bisschen stärker. Du kamst mit einer großen Energie rein. Deswegen gebe ich es auch an Schlawino. Mich persönlich, ich fand eurer beider Defense. Ich habe immer das Gefühl, wenn man so anfängt, so rumzuzappeln und das alles so abzulehnen, es stärkt eigentlich immer die Punchline deines Gegners. Ist so mein persönliches Gefühl, weil ich so das Gefühl habe, dann trifft es dich ja offensichtlich, wenn du dich so bemühen musst. Egal, ich fand es ein tolles Battle. Ich danke euch beiden sehr und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ich bin ganz laut. Also ich fand auch, es war ein super starkes Battle auf beiden Seiten. Klar, du hattest auf jeden Fall die sicherere Performance, was so das Durchgehende angeht. Ich würde aber den anderen vorher widersprechen. Ich finde, in der ersten Runde fand ich dich ein bisschen stärker, einfach weil der Engel besser war mit dem Feature-Song und so. Wenn deins ihn nicht angegriffen hat, würde ich sagen, er so representen war. Aber ich finde, ab dann hat sich das ein bisschen gedreht. Ab der zweiten Runde hattest du die besseren Engels. Ich finde, das mit dem Flash-Game ist voll ins Leere gegangen. Weil jeder kann sich im Internet nennen, wie er will. Das ist jetzt irgendwie nichts, was das wirklich backt. Und ab der zweiten Runde hast du es wirklich für mich geholt. Deswegen würde ich es 2-1 an dich geben. Aber danke für das schöne Battle. Sir, komm, mach nochmal. Yes. Ja, also ich halte mich ein bisschen kürzer. Ich sehe es eigentlich genauso. Erste sehe ich bei dir. Die fand ich sehr geil. Performance-mäßig fand ich beide geil, außer deine Slip-Ups jetzt. Ab der zweiten hat sich das wieder gewandelt. Flash-Game ging für mich auch ein bisschen ins Leere. Und die dritte hat es für mich dann richtig gerissen. Richtig geile Punches drin gehabt, auch Callbacks und so. Richtig geil. Ich würde es auch 2-1 an Schlawino geben. Aber geil. Ich feiere dich, Digga. Oh, yes. Okay, wir haben das Ergebnis. 5-0, finde ich, spiegelt das Battle gar nicht wieder. Wir hatten zwei krasse Leistungen. Berlin macht nochmal Lärm für die Leistung von Capco Joe! Aber Sieger dieses Battles, Schlawino! Sehr schön. Gebt euch nochmal die Hand, Jungs. Du und deine Lines. Wir sind raus. Ey, yo! One, two. Hey, yo. One, two.